So, herzlich willkommen zum Video. Wir haben ja im letzten Video uns damit beschäftigt, wie wir mit Hilfe des Debuggers logische Fehler ausfindig machen können und beheben können. Und zwar an folgendem Beispielprogramm. Wir haben also ein Programm, welches einen String, um genau zu sein, einen Term, beispielsweise 3 plus 5, na, einliest und dann diese Zahlen hier in einer Liste, in diesem Fall also 3 und 5, isoliert, beziehungsweise als Fließkommazahlen das Ganze auch noch. Beziehungsweise, wenn jetzt zum Beispiel eine Minusaufgabe wäre, zum Beispiel 8 minus 9, dann würde hier einfach 8 und einfach 9 als Fließkommazahl herausgepickt werden. Na, das macht momentan unser Programm. Wir wollen das Programm jetzt allerdings dahingehend erweitern, dass es nicht nur diesen Term einliest und die Zahlen isoliert, sondern es soll auch möglichst diesen Term berechnen können. Na? Natürlich funktioniert das Programm, das haben wir auch gezeigt, wenn wir das Ganze noch entsprechend erweitern. Zum Beispiel, wenn ich sowas hier mache, 3 plus 5 minus 8 minus 9, würde er auch die entsprechenden Zahlen hier entsprechend isolieren. Die Idee, die ich jetzt hatte, ist folgende, nämlich die Zahlen hier nicht einfach als nackte Zahlen, sondern sie auch mit Vorzeichen rauszuholen. Das heißt, am Beispiel hier wäre das dann in diesem Fall 3, das wäre 5, das wäre dann minus 8. Und minus 9, beziehungsweise das Ganze natürlich als Fließkommazahlen. Anschließend müssten wir nichts anderes machen, als diese Elemente des Arrays, echt nicht des Arrays, der Liste, einfach aufzusummieren. Also zu schreiben, 3 plus 5 plus Klammer auf minus 8 plus Klammer auf minus 9. Na? Zum Beispiel hier noch plus 0. So. Das Ganze aufsummieren und dann hätten wir hier letztendlich das Ergebnis stehen. Ne? Das wäre die Idee. Das bedeutet, wir müssen diesbezüglich unsere Funktion Summanden, die also das Isolieren letztendlich der Zahlen in einer Liste, in dem Fall der Liste Sammlung, realisiert, müssen wir entsprechend erweitern. Wir haben es ja hier geschrieben dass wir hier mit einer Vorschleife den String, den wir hier über Array Input einlesen und an die Funktion Summanden übergeben, dass wir den iterieren über die Vorschleife. Es wird dann für jedes Element geprüft, ist es hier in dieser Menge OP, das ist eine einfache Liste, die die Operatoren Plus und Minus enthält. Wenn das betreffende Element nicht in dieser Liste enthalten ist, dann darf es zu diesem String, zu diesem leeren String Temp hinzugefügt werden. Soweit, so gut. Jetzt müssen wir das Ganze entsprechend erweitern, sodass hier auch letztendlich die Vorzeichen, also in dem Fall das Minus, einfach übernommen wird. Das machen wir ganz einfach, indem wir hier einen zuzüglichen If-Zweig einbauen. Machen wir folgendermaßen: Wir schreiben hier If. Wenn si minus 1, ne, warum si, warum i minus 1? Ganz einfach. Wir stellen uns vor, das Element, welches wir hier einlesen, ist nicht hier drin. Es ist also eine Zahl. Ne? Es ist eine Zahl. So, dann gehen wir allerdings 1 zurück. Also stellen Sie sich vor, wir haben beispielsweise folgenden String. 3 plus 5 minus 9. Sowas zum Beispiel. So. Dann mache ich hier noch was dazu. Sammle plus 2. So. Jetzt stellen wir uns vor, an dieser Stelle hier wären wir jetzt bei SI, also S, das i-te Element wäre jetzt hier in diesem Fall die 9. Das ist eine Zahl, die kann hinzu. Jetzt haben wir allerdings gesagt, wir wollen auch das Vorzeichen beachten.
Also geht es uns um dieses Element hier und das ist entsprechend nicht bei der i-ten-Stelle, sondern bei i-1, ne? Also an dieser Stelle, ne? 1 zurück. Wenn wir also hier an der fünften Stelle sind und da haben wir die 9, hätten wir dann an der vierten Stelle das Minuszeichen. Und um das geht es uns. Das müssen wir nämlich jetzt prüfen. Wenn jetzt dieses besagte Zeichen beispielsweise das Minus ist, ne? Dann soll er hier, wir müssen das hier entsprechend einrücken, fällt mir gerade ein, das machen wir hier einfach, indem wir hier oben drauf gehen. So, dann ist das schon mal hier passend eingerückt. Dann soll er hingehen und soll temp plus gleich, also noch ein Minus davor setzen. Ne? Wenn wir später diesen String letztendlich zu unserer Sammlung, ne, hinzufügen, dann wird ja dieser String sowieso umgewandelt in einen Fließkommazahlentyp und ein Minus davor wird automatisch mit umgewandelt. Ne? So, da hätten wir das. Ne? Ansonsten, ne? Ansonsten, wenn jetzt eben dieses Zeichen kein Minus ist, sondern vielleicht auch wieder eine Zahl ist oder ein Pluszeichen ist, dann soll er ganz billig einfach hingehen und soll einfach nur das besagte Element hinzufügen. Ne? Also plus gleich das besagte Element. Ne? Das wäre das. Ne? So könnte man das realisieren, beziehungsweise hier müssen wir das Ganze natürlich entsprechend wieder einrücken. Und zwar müssen wir diesen Part jetzt wieder etwas verschieben, nämlich dass er hier unten drunter sitzt. Ne? Wir müssen nämlich hier ja aufpassen, das war ja gestern auch das Problem, warum diese Funktion nicht korrekt gearbeitet hat, also nur die erste Zahl. Ne? Man stelle sich vor, wir hätten diesen Term hier übergeben oder wir hätten beispielsweise den Term hier übergeben, 300 plus 50. Da war es ja so, dass er nur diese 300 in die Liste Sammlung hinzugefügt hat. Da hat dann also 300 drin gestanden, aber die 50 hat er gar nicht mehr beachtet oder alle weiteren Zahlen, die dann hier noch irgendwie gekommen sind. Das hat daran gelegen, dass wir hier vergessen haben, das Ganze noch entsprechend, sobald das Ende dieses Strings erreicht ist, automatisch den String umzuwandeln und zur Liste hinzuzufügen. Das wäre das, ne? Das ist die Idee dahinter. Ein Pluszeichen können wir da hingegen auch hinzufügen, weil das wird dann sowieso später automatisch umgewandelt. Ne? Das ist also möglich. Auf die Art und Weise, wie gesagt, erhalten wir dann auch eine Liste mit den entsprechenden Vorzeichen. Das Ganze führen wir jetzt mal aus. Dann sehen wir auch, ob wir uns nicht irgendwo verschrieben haben. Ich habe das Ganze umgewandelt, dass wir hier nach dem Term gefragt werden. Gehen wir mal was ein, zum Beispiel minus 5, ach Quatsch, minus 6 plus 8. So. Wir führen das Ganze aus und dann haben wir hier schon ein Problem. Aha. Da haben wir hier ein Problem. Und warum haben wir ein Problem? Dim, 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 dim. Jetzt muss ich überlegen. Das ist das, okay. Wenn er ein Minus erfasst, da was hier hinzufügen. Ansonsten soll er es einfach so hinzufügen. Beziehungsweise. Ansonsten. Nein, stopp. Ansonsten müssen wir hier temp ist gleich, machen wir plus. So, dann fügt er das so hinzu. Das führen wir jetzt nochmal aus. Das funktioniert. Okay. Und 5 plus 3 minus 9. Das funktioniert dann auch. Ne? Das funktioniert beziehungsweise minus 9 plus 8.
Da macht er uns ein Problem, wenn das am Anfang steht, ne? Warum macht er da am Anfang ein Problem? Wir machen jetzt hier einfach Folgendes. Wir debuggen nochmal das Ganze. Und zwar markieren wir hier wieder alles, also mögliche Haltepunkte. Da gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch. Und das hier ändere ich ganz einfach in, schreibe ich per Hand einen String hinein, nämlich minus 9 plus 8. So, das hier mache ich auch nochmal weg, das ist dann sowieso störend. Das sind die möglichen Haltepunkte. Dann gehen wir hier hin. Da habe ich noch von gestern die verschiedenen Werte drin. Das schadet an der Stelle nichts. Und jetzt debuggen wir das Ganze einfach. Wir gehen hier oben drauf. Der Debugger wird gestartet. Wir fangen hier an. Und gehen jetzt wieder auf Watches und springen jetzt hier einfach wieder durch. Gehen wir hier hin. Okay, hier hin. Uninteressant. Jetzt wissen wir schon mal, dass es wieder diese beiden Variablen, also einmal den String und einmal die Sammlung, dass die existieren. Was die für Typen sind, wir springen zum ersten Element. Wir erfassen jetzt hier an dieser Stelle natürlich das Minus hier, ja, das erste Element. Das wissen wir jetzt schon mal, das ist jetzt schon mal hier das erste. So, jetzt geht's weiter. Aha. Jetzt wissen wir auch, wo dran es liegt. Das erste Element. Ne? Jetzt wissen wir auch, wo der Fehler dran liegt. Nämlich, wir haben das hier so realisiert, dass hier immer nur die Elemente, beziehungsweise dass wir hier immer in diesen Part hier überhaupt hineinspringen, wenn das Zeichen nicht hier zu dieser Liste gehört. Ne? So, also hier zu der Operandenliste. So, im Falle, wenn wir zum Beispiel sowas hier schreiben, ne? Beispielsweise, machen wir mal 5 minus 9. Ne? Da funktioniert das Ganze. Ne? Warum? Ganz einfach, weil er dann hier diese 9 erfolgreich einlesen kann, eben weil 9 das erste Zeichen, eben nicht das erste Zeichen, sondern weil 9 eben nicht zu den Operatoren gehört. Und dann gehen wir ja hier nochmal im Prinzip 1 zurück. Na? Und wenn wir dann hier ein Minus erfassen, passiert das hier. Hier habe ich jetzt noch zuzüglich, wie gesagt, um sicherzustellen, nochmal ein Plus hinzugefügt. Na? Das können wir ruhig davor ziehen, das ist möglich. Allerdings, und das war ja das Problem, wenn das allererste Element ein negatives Vorzeichen hat, dann hat ja das Ganze nicht funktioniert. Na, bei einer solchen Eingabe, da funktioniert es erfolgreich, allerdings hier nicht mehr. Und das liegt jetzt ganz einfach daran, weil wir hier von der Bedingung direkt hier in diesen Zweig hier reinspringen. Ne? Und dann kann er das schon nicht mehr richtig erfassen. Aus diesem Grund müssen wir im Prinzip das hier etwas ändern. Er springt hier direkt hinein. Was wir da jetzt machen können. Wir könnten diesen Zweig hier entfernen. Muss ich jetzt mal selbst Gedanken machen. Wir könnten diesen Zweig hier entfernen. Diesen Zweig entfernen wir. Dann gehen wir hier durch. So. Das wird hinzugefügt. Das Problem, was wir dann allerdings haben, ist, das erste Element wird zugefügt.
Das erste Element wird hinzugefügt. Dann funktioniert nochmal rückgängig mal das Ganze. So. Es sei denn, wir können hier was anderes einbauen. Da könnte man was anderes einbauen. Und zwar, dass wir das vielleicht irgendwie abfangen. Dass wir also zum Beispiel sagen, okay, wenn jetzt, wenn i gleich 0 ist, also das allererste Element, na, und wenn jetzt zum Beispiel si ein negatives Vorzeichen hat, na, wenn das der Fall ist, na, dann führen wir das entsprechend hinzu. Beziehungsweise, das müssen wir dann unten abfangen. Das wäre besser, wenn wir es direkt hier abfangen. Und zwar, wenn wir da prüfen, zum Beispiel, wenn jetzt i gleich 0 ist, wenn i gleich 0 ist und wenn jetzt s i ein negatives Vorzeichen hat, na, dann sollen wir einfach, na, dann soll einfach temp plus gleich negatives Vorzeichen soll gemacht werden. Und anschließend soll wieder continue, soll zurückgesprungen werden. Continue. Ne? Ansonsten, else oder elif, wenn i ungleich 0 ist, ne, also wenn es nicht das allererste Element ist, dann soll er entsprechend das hier ausführen. Hoppala. So. Dann soll er entsprechend das hier ausführen. Na, so stelle ich mir das jetzt vor. Na, er soll also das hier einfach zuführen. Na. So, das Ganze führen wir jetzt mal nochmal aus. Dann schauen wir mal, was passiert. Beziehungsweise ich muss den Debugger erst unterbrechen. Dann machen wir das noch auch dazu. Die fügen wir hier automatisch auch mal dazu, falls da noch irgendwas ist. Da fehlt was, da fehlt was, da rücken wir einfach hoch. So. Und dann führen wir das Ganze aus. Dann schauen wir mal, was passiert. Aha. Jetzt haben wir ein neues Problem. Jetzt haben wir ein neues Problem. Jetzt haben wir ein neues Problem. Wir haben hier die Minus. Warum springt er jetzt hier hinein? Wenn i ungleich 0 ist, na, das müssen wir jetzt auch nochmal debuggen. Da stimmt jetzt auch wieder irgendetwas nicht. Wir starten den Debugger. Gehen auf Watches beziehungsweise, ja. Jetzt müssen wir auch mal i im Auge behalten. Wir fahren jetzt hier langsam runter. Ne? Wir sind jetzt hier in der Schleife. Es wird jetzt das erste Element hier gelesen, also das Minus. Wir springen wieder runter. Jetzt springen wir erfolgreich in diesen Zweig. I ist gleich 0. Das stimmt auch. I ist 0. Wir springen weiter. Jetzt stellt er fest, dass SI ein Minus ist. Wir springen hier wieder runter. Wir fügen jetzt temp. Temp ist momentan leer, wohlgemerkt. Fügt da ein Minus hinzu. Jetzt hat temp ein Minus. Wir springen wieder hoch. Jetzt sind wir hier wieder bei unserer Schleife. Es geht weiter. Jetzt sind wir beim ersten Element, das ist die 9. Wir springen wieder runter.
Jetzt stellt er fest hier, dass vor der 9. Au, 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 ja. Das ist das nächste Problem, was wir jetzt haben. Ne? Das ist das nächste Problem. Na? Jetzt prüfen wir ja hier, ist da ein negatives Vorzeichen. Ne? Jetzt stellt er natürlich fest, weil wir gehen ja hier 1 zurück. Na? Und in der Tat, hier ist ja, wenn wir 1 zurückgehen, findet er hier wieder das negative Vorzeichen. Also will er hier nochmal ein negatives Vorzeichen hinzufügen. Das heißt also, wir haben dann später in Temp, haben wir dann später dieses Element hier stehen. Na? Minus, minus 9. Na? So, und das kann er jetzt leider natürlich nicht umwandeln in einen Flat-Typ, weil das wird eine fehlerhafte Umwandlung ergeben. Aus dem Grund müssen wir das hier entsprechend abfangen. So, da müssen wir also sicherstellen, ne? If, wenn i minus 1, ne, wenn i minus 1 gleich 0 ist, also das letzte Element, ne, dann soll er einfach nur, dann soll er an der Stelle nichts machen, ne? Pass, bauen wir mal ein, dann soll einfach nichts gemacht werden. Beziehungsweise ansonsten soll dann hier, wenn es nicht das letzte Element ist, drücken wir entsprechend ein, dann soll er entsprechend ein negatives Vorzeichen davor setzen. So, das wäre jetzt meine Idee, wie wir das entsprechend korrigieren können. Ne? Ja, dass wenn er 1 zurückspringt und wir haben hier das letzte Element, dann darf er natürlich nicht nochmal ein zusätzliches negatives Zeichen davor setzen. Ansonsten, wenn es nicht das letzte Element ist, ne, dann kann er das negative Zeichen davor setzen. Das wäre jetzt meine Idee für das zu lösen. Ne. Sie sehen also jetzt hier, in der Welt der Programmierung läuft nie alles so, wie man es gerne hätte. Da haben wir wieder ein Problem. Aha. Jetzt kann er ein Minus alleine nicht mehr vorziehen. Dann wird es auch wieder ein Problem. Wenn das das ist, nein, stopp, dann machen wir das anders. Dann machen wir das anders. Ich glaube, wir müssen es anders machen. Dann muss er hier temp plus gleich. Plus gleich, da haben wir nämlich was vergessen hinzuzufügen. Jetzt haben wir nämlich vergessen, diese 9 hinzuzufügen. Da soll er das einfach zuführen. Und ansonsten soll er als negative Vorzeichen davor setzen und dann das. Ne? Da wird es jetzt dran gelegen haben. Aha, jetzt funktioniert es. Jetzt haben wir auch hier minus 9 und 8. Jetzt haben wir das auch rausgeholt. Na, also wie gesagt, Sie sehen jetzt hier erstens einmal daran, dass in der Welt der Programmierung nie alles so läuft, wie man es gerne hätte. Und was Sie jetzt auch gesehen haben, wie sinnvoll ein Debugger an dieser Stelle ist und wie Sie auf diese Art und Weise logische Fehler wirklich finden und eliminieren können. Ne? So, weil auch ich selbst, ne, muss jetzt ehrlich gestehen, ich hatte jetzt hier auch meine Schwierigkeiten, ne? Weil selbst wenn Sie sich einen wunderschönen Algorithmus ausgedacht haben, ne, der Ihrer Meinung nach, Ihrer Intuition nach eigentlich funktionieren müsste, dann werden Sie in der Welt der Programmierung immer eines Besseren belehrt, ne, nämlich es funktioniert eben nicht. Und dann kommt dieser Debugger ins Spiel. So, also das funktioniert jetzt soweit. Jetzt können wir das auch nochmal ändern. Jetzt können wir hier auch wieder die Funktion ReInput hinzufügen. ReInput brauchen Sie bei der 2er-Version von Python, die ich hier verwende, um Strings einzulesen. Bei der 3er-Version von Python brauchen Sie das hier nicht. Da unten das lasse ich weg. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal aus. Jetzt mache ich mal minus 9, minus 8. Und er führt das auch richtig aus. Sehr schön, das freut mich. Machen wir noch ein Beispiel. Plus 9, minus 3, ach, minus 8, minus 3, was er jetzt macht. Okay, das macht er auch alles korrekt, weil wir haben ja hier sicherheitshalber, an der Stelle habe ich das Plus nochmal hinzugefügt. Das kann erfolgreich umgewandelt werden, das geht. Jetzt können wir uns endlich an unsere Funktion zum Aufsummieren machen. Beziehungsweise zum Berechnen des Terms. Wir nennen diese ganz einfach Berechner.
Und die bekommt diese Liste hier, die hier zurückgeliefert wird von der oberen Funktion, bekommt die übergeben. Die macht jetzt nichts anderes als vor x in SU, das kann man in Python recht elegant machen. Auf die Art und Weise werden alle Elemente, die jetzt hier enthalten sind, werden hier angezeigt. Dann brauchen wir noch ein Value. Hoppala. Value. Na toll. Value. Na, Value. Und das setze ich auf 0. Hoppala. So. Und dann machen wir hier einfach Folgendes. Value plus gleich x. Na. Mehr soll er nicht machen und wenn er dann fertig ist, wenn er alle Elemente auf die Art und Weise aufsummiert hat, so wie wir es hier auch konstatiert haben, wo war es denn, wo war es denn hier, dann soll er uns das natürlich auch zurückliefern, also return, hoppla, return value. Das war es dann schon, das ist also eine recht kleine Funktion im Gegensatz zu dieser Riesenfunktion da oben. Da machen wir das ganz einfach so. Das machen wir hier elegant. Wir bauen uns hier noch eine Liste, die nenne ich einfach Sammlung. Nenne ich sie einfach hier wieder Sammlung. Das dürfen wir. Haben wir jetzt mal oben schon verwendet. Allerdings Variablen in Funktionen. Also hier zum Beispiel diese Liste. Die sind lokal, die gelten also nur innerhalb dieser Funktion. Hier sind wir in der Main-Funktion, da kann ich das durchaus machen. Sammlung haben wir jetzt hier und dann rufe ich einfach diese Funktion hier auf, übergebe den String und anschließend print. Und jetzt kommt berechne ins Spiel, berechne. Und berechne übergebe ich jetzt einfach S. So, das heißt, ich übergebe hier einfach. Quatsch, nicht S, ich übergebe nicht S, sondern ich übergebe Sammlung. So, Sammlung übergeben wir. Das heißt also, hier Summanden liefert mir eine Liste der Summanden, so wie wir es hier gesehen haben. Und diese Liste übergebe ich jetzt einfach hier der Funktion berechne. Und das Ganze, das Ergebnis möchte ich dann auch ausdrucken. Ne? So weit, so gut. Probieren wir es mal ganz einfach aus. Wir haben hier minus 5 und da habe ich zum Beispiel plus 10. Dabei sollte jetzt 5 herauskommen. Jetzt hat er minus 5 mir ausgegeben. Jetzt weiß ich mich nicht mehr, was ich eingegeben habe. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir lassen uns noch zuzüglich diesen String hier, den wir ausgeben, noch mit angeben. Machen wir nochmal ein Beispiel. Wir machen minus 5. Minus 5. Und das Ergebnis sollte dann minus 10 sein. Na, tatsächlich. Das stimmt. Beziehungsweise wir machen 10 plus 5 minus 3, das müsste 12 sein. Oh, da macht er 3 draus. 15 minus 3. Na, da stimmt jetzt allerdings irgendetwas nicht. Aus diesem Grund lassen wir uns hier nochmal die Sammlung ausgeben. Das möchte ich auch an dieser Stelle gerade nochmal haben. Wir machen also nochmal was ganz anderes. Wir machen 10 plus 7. So. Oh, jetzt macht er mir hier ein Problem. Print Sammlung. Shit, das muss ich hier unten hinsetzen. Da habe ich es hier hingesetzt. Da war es noch gar nicht bekannt. Das muss hier hin. So, jetzt funktioniert es ja. Also, wir machen beispielsweise 10 plus 8. So. 10 plus 8. Oh, da haben wir ein Problem. 10 plus 8. 10 plus 8, da haben wir jetzt hier 0, 0, dann wissen wir auch schon, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nämlich jetzt hier in unserer Summandenfunktion. Ne? Jetzt müssen wir wieder in unsere Summandenfunktion, beziehungsweise ich muss das hier per Hand eingeben. Machen wir mal das per Hand ein. 10 plus 8, so. Das geben wir per Hand hier ein. Diese Geschichten hier, die mache ich ja, komm, die lassen wir stehen. Jetzt müssen wir wieder unseren Debugger beanspruchen. So, jetzt gehen wir hier wieder auf Watches. Jetzt gehe ich hier durch. Ne? Wieder durch, wieder durch. Wir gehen hier hin. Wir lesen eine 1, das ist korrekt. Wir lesen eine 1 ein.
Die 1 ist nicht hier drin, deshalb gehen wir hier hin. Wir gehen 1 zurück. Da da kein Minus steht, kommen wir jetzt hier hin. Wir setzen also ein Plus davor. Na? So. Das heißt also, jetzt haben wir hier stehen Plus. Da kommt eine 1. Das ist okay. Jetzt überprüft er hier, ob wir schon am Ende des Strings sind. Das sind wir nicht, also springen wir hier wieder zurück zur Vorschleife. Jetzt geht's weiter. Wir lesen jetzt die 0 hier ein. Wo haben wir es? Hier. Wir springen wieder zurück. Er überprüft jetzt, ob vor der 0 ein Minuszeichen steht. Da steht keins. Also gehen wir hier hin. Oh. Oh. Da haben wir jetzt ein Problem. Das liegt jetzt an dieser Zeile hier, weil jetzt macht er nämlich Folgendes. Jetzt haben wir hier Folgendes gebastelt. Da hab ich mich verschrieben. Wir wissen jetzt schon, wo das Problem liegt. Ich wollte hier, dass ein Plus dazugefügt wird. Das mache ich komplett weg. Ich habe nämlich hier den Term gleichgesetzt, ne, auf Plus, ne? Das können wir uns sparen, ne? Da habe ich nämlich in diesem Fall, ich mache es nochmal rückgängig, dass ich sehe, auf die Art und Weise habe ich nämlich nicht das Plus hinzugefügt, sondern ich habe den gesamten String auf Plus gesetzt, ne? Ich habe den gesamten String auf Plus gesetzt und habe den Inhalt damit gelöscht, ne? Das war ein Fehler. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt muss ich nochmal zurück. Das gehen wir hier nochmal rein. Also das hier mache ich weg. So. Das hier mache ich weg. Dann gehen wir hier hin. So. Jetzt machen wir es ganz einfach. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir bauen das jetzt hier nochmal auf. Also hier möchte ich nach einem Dings gefragt werden. Und dann möchte ich, dass mir hier die Sammlung ausgegeben wird. Das machen wir ganz einfach mit Summanden. Yes. So. Da schauen wir jetzt erst einmal, ob das jetzt so funktioniert. Ich gebe jetzt hier 3 plus 5 ein. Na? Und er macht es korrekt. Na? Ohne diese kleinen Missverständnisse. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit minus 9 plus 8. Da macht dann das auch korrekt. So, jetzt funktioniert das Programm. Ne? Das funktioniert jetzt also. Jetzt gehen wir hier wieder hin, bauen uns wieder eine neue Liste, die wir dann auch übergeben können an unsere Funktion. Und dann mache ich hier einfach print, berechne und hier übergebe ich Sammlung. Dann haben wir es doch da schon. So, jetzt müsste das Ganze auch funktionieren. Also 6 plus 7 als Beispiel, ne? Da liefert er 13, das stimmt auch, ne? So, oder minus 9, minus 9, ne? Da müsste er jetzt eigentlich minus 18 liefern, das stimmt auch, ne? 7 plus 8 minus 3, da müsste jetzt eigentlich 12 dabei rauskommen, das stimmt auch, ne? Unser Programm funktioniert jetzt also, ne? Sie sehen also hier, ne? Können immer irgendwo Fehler auftreten. Hier war jetzt der einzige Fehler, den wir hatten, der war jetzt hier, ich habe hier anstatt Plus gleich, bei dem Plus habe ich einfach ein Gleich gesetzt. Eigentlich war auch die ganze Zeile überflüssig, also habe ich sie komplett entfernt. Na, auch hier sehen Sie, wie Sie diese Fehler mittels Debugger finden können. Weil der Debugger hat nämlich die Eigenschaft, dass Sie wirklich das Programm bei seiner Arbeit beobachten können und dann etwaige Fehler ausfindig machen können. Wie gesagt, im Programmieralltag können diese Fehler immer auftreten. Ne? Weil das hier ist eine formale Sprache. Ne? Auch wenn die höheren Programmiersprachen, Python ist eine moderne höhere Programmiersprache, versucht sich zwar immer mehr an die natürliche Sprache anzulehnen, aber es ist und bleibt eine formale Sprache. Und als solche für den Menschen sowieso unnatürlich. Aus diesem Grund können immer irgendwelche Fehler entstehen. Kein Mensch
kann einen perfekten Code schreiben. Das habe ich eben schon erklärt. Selbst wenn Sie intuitiv von einem Algorithmus, den Sie sich ausgedacht haben, überzeugt sind, ne, dann können Sie, wenn Sie den dann hier programmiertechnisch formulieren, immer eines Besseren belehrt werden. Nämlich Sie stellen fest, oh, der Algorithmus ist doch nicht so perfekt, wie ich gedacht habe. Ne? So, oder Sie haben sich hier irgendwo verschrieben. Ne? Also da ich eben aus Versehen hier den String anstatt hier ein Plus zuzuordnen, was sowieso überflüssig an der Stelle war, wie ich dann festgestellt habe, dass ich hier den String sogar komplett revidiert habe, ne, also nicht Plus hinzugefügt habe, sondern in gleich Plus gesetzt habe und somit auch den Inhalt gelöscht habe. Ne? So viel also dazu. Okay. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Das, was wir hier im Prinzip programmiert haben, das ist ein Parser gewesen, beziehungsweise es fällt in den Bereich Parsing. Ne? Auf Facebook gibt es mich auch, das habe ich auch schon erwähnt. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.